Hallo Welt, da sind wir wieder in Amber Heights. Vielleicht sollten wir mal mit Graham sprechen. Graham, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ah, hallo. You're still alive. Ich weiß, dass du für das Amber Heights Massaker verantwortlich bist. When I founded the Iconoclasts, I did so amidst the ghosts of this planet's past. Since then, many have asked me, why here? Were you involved in the massacre? Was that some gruesome plot to clear a path for my dreams? My response to you is the same as to all others. The death of MSI was an incidental tragedy. I'd have walked this path with or without it. Du weichst mir aus. Du hast Piraten auf Unschuldige angesetzt. Ah, das glaube ich nicht. Sie wollten den Planeten verlassen, aber du hast sie trotzdem umgebracht. Wie kannst du damit leben, dass du sie ermordet hast? I did no such thing. Their deaths came in the night while I slept in Stellar Bay. And regardless, we're discussing a past long since left behind. Those ghosts still haunt me. But they needn't curse my people. When the entire colony has embraced our truth, perhaps then the perpetrator will come into the light. Until then, it does us no good to dwell on past mistakes. Aber warum? Warum hatten sie den Tod verdient? Nur der intellektuellen Debatte halber, warum könnte der Übeltäter es getan haben? Ich schätze, das ergibt Sinn. Ja, es war vor langer Zeit und seitdem hast du viel für Monarch getan. Na schön. Tu weiter so, als wäre alles in Ordnung, als würden deine Leute dir einfach so verzeihen. Aber warum? Warum hatten so viele den Tod verdient? If I were the type of man to make that decision, and I assure you, I am not. I'd have to be so obsessed with dismantling their regime that I'd turn to desperate measures. I have since learned that their mistakes will end them in time and that we will persevere where they do not. But back then, suffocating under that oppressive culture, I can understand a lesser man than myself making a terrible, ghastly mistake. Ein Massaker als grausigen Fehler zu bezeichnen, ist ein wenig untertrieben, findest du nicht? Also, ich dachte, eine jüngere, dümmere Version von dir? Also dachte eine jüngere, dümmere Version von dir, sie tut der Welt einen Gefallen? Du weichst der Frage aus, warum hatten sie das verdient? If MSI had abandoned this place and taken to Terra 2, any hope for our salvation would have been lost. Here, without the shackles of the Halcyon board, we are free to grow as the universe intended. Had we fled with MSI, our spirits would have withered. You've seen that withering yourself. The colony is dying. The massacre of Amber Heights, unfortunate as it was, presented the slim possibility of saving the souls of Terra 2. Here we are, poised to do just that. Du kannst aber nicht einfach Ankläger, Richter und Henker spielen. Ich vermute, deine Leute werden das anders sehen. Halcyon braucht mehr Leute, die das Heft selbst in der Hand nehmen. Du kannst nicht Ankläger, Richter und Henker spielen. Free will is a double-edged sword, Captain. The universe judges us all. Whether your choices are helpful or harmful to the cosmos is not up to you. Those executives were found to be poisonous to the spirit of humanity. They were doomed, whether by the hands of man or beast, their time was coming to an end. And here I am, a paragon of the eternal truth, leading a society of like-minded people. The universe has found me worthy, despite whatever sins you believe I've committed. Let us speak no more of this, Captain. We have a message to spread and a colony to save. Welcome. Ich habe ein paar Fragen an dich. Geht da noch was? All right. Was ist deine Geschichte?
Before all this, I was a writer for MSI's product catalog. It was my purpose to spread awareness of Saltuna in its various forms. The certainty with which I spun among the other cogs in their machine stifled creativity and personal growth. Wie hast du dann das ewige Licht gesehen? Oh, nun, ich kann verstehen, den eigenen Kurs zu fliegen mag gefährlich sein, aber zumindest ist es Freiheit. Ich weiß nicht recht. Die Stabilität des Konzernlebens ist nicht zu verachten. Wie hast du dann das ewige Licht gesehen? That came much later, after Sanjar had taken over. As he drifted closer to the corporate regime, I drifted further from it. I'd known a little about philosophism on the fringes of society, and as I learned more, I found that I was already on the path without even knowing. The freedom it teaches is the same freedom that I desire. Möchte ich noch mehr über deine Lehren wissen? Go ahead. Nö, das haben wir alle schon gefragt. Vergiss es. All right. Schon gut. Why have you come? Ich gehe jetzt. Du bekommst nicht mit, wenn ich ihn erschießen würde, oder? Das würdest du nicht merken. In deinem Zustand jetzt? Ja, ich mache nur Spaß, komm schon. Aber irgendwas gefällt mir nicht an dem Typen. Irgendwas gefällt mir nicht an dem Typen? Ernsthaft? Oh, Moment. Na, hast du dir irgendwas einfallen lassen? Go take a walk, Captain. I'll find you once my head's on straight. Alles klar. Das wird wohl eine Weile dauern. Schick mir eine E-Mail, schreib mir einen Brief, schick eine Taube, mach Trommelzeichen oder was auch immer. Wir sind weg. Oder hat der Verkäufer hier irgendwas Neues reinbekommen? Du konntest den Ikonoklasten-Übertragungen ein Ende setzen. Okay, dann machen wir als nächstes das hier. Wir kehren zu Agnes Needham in Stellar Bay zurück. Okay. Ich bin von der Entwicklung jetzt nicht gerade angetan hier. Hey, thanks again for helping out. What can I do you for? Zeig mal, was du hast. Warum ist das hier auf einmal fett geschrieben? Warum brauchen die Ikonoklasten einen Quartiermeister? Das haben wir doch schon gefragt. We gotta eat. Eating means hunting. Hunting means armaments. We used to let people take what they will, but then some idiot shot some other idiot over cards. So Zora set up a system. You fuck up, you don't get to buy gear. You play nice, you do. Ah ja, verstehe. Dann handeln wir mal. Nein, wie es aussieht, hat er nichts Neues bekommen. Ist das hier neu? Nahkampfwaffenfertigkeit. Okay. Nichts für uns dabei, nichts Neues dabei. Weiter, weiter, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter geht's. Wir könnten unsere Waffe jetzt sogar noch zurückkaufen. Die Entwicklung ist grauenvoll hier. Obwohl in jedem Film, naja, in vielen Filmen, in vielen Serien und so, da ist der Bösewicht wirklich genauso wie der Graham hier, wie der Typ hier, wollte ich sagen. Meine Güte. Wir könnten ja auch uns umziehen erstmal. Ach, haben wir schon. Also schön.
Auf nach Stella Bay. 400 Meter, hört sich doch nicht so weit an. 500 fast. Wir nehmen die Abkürzung. Warum haben die die Straßen hier eigentlich so seltsam gebaut? Menschen sind doch in der Lage, hier durch den Berg zu bauen, direkte Verbindungen zu bauen. Das muss doch nicht immer so puckelig sein wie hier. Laufen wir wieder querfeldein, ja? Oh, niedlich. Agnes, mal gespannt, ob die beiden sich wieder vertragen haben. Das geht ja nicht. Dass Mutter und Sohn sich da irgendwie so auseinanderleben, dass der Sohn abhaut, das ist ja nicht richtig. Na, manchmal ist das aber doch ganz wichtig. Ach, da seid ihr ja wieder zusammen hier. Na, alles gut? Oh, Captain, you did it! My little boy is back, safe and sound! Tell the Captain how grateful we are, Tuck-Tuck. Mama, I told you that I'm not staying. I just came back to talk to you about why I left. Then I'm going back to Amber Heights. Oh, we'll get that silliness sorted out. You're safe here with me, and that's how it's going to stay. Isn't that right? Das müsst ihr unter euch klären, jawohl. Dein Sohn ist erwachsen. Es ist Zeit, dass du ihn entsprechend behandelst. Du hattest etwas von einer Belohnung für Tuckers Rückkehr gesagt? Aber was sollen wir uns da einmischen, oder? Ja, aber das ist ja eben RPG, da geht's darum, zu sprechen mit den Leuten. Wir können uns doch da nicht einmischen. Ja, aber nochmal. Dann machen wir nichts und dann endet die Geschichte hier. Ach, das müsst ihr unter euch klären. Mir ist nicht wohl, mich da einzumischen. There's nothing to work out. My baby's back home and that's all there is to say on the matter. No, Mama, I have plenty to say about this, but that's between us. Now you promised the captain a reward, so settle up. Then you and me can have a long talk. Here, kind stranger. This is every bit I've scrimped and scraped for years to save. But it's more than worth it to have my Tuck-Tuck home safe again. Dein Tuk-Tuk? Ja, dann wünsche ich euch viel Glück. Und du, bleib doch hier. Don't worry about me, Captain. Mama and I'll work this out. Ja, genau. Na, ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich wollte erst noch, aber jetzt möchte ich doch nicht mehr. Was haben wir denn hier jetzt auf einmal zu tun? Wir hatten das doch... Ach so, radiofreies Monarch immer noch. Der Informationshändler hat versprochen, den Standort der Chemikalien herauszufinden, die Phineas braucht. Das Problem ist nur, dass er die Informationen nicht rechtzeitig geliefert hat und dir auch keine Erklärung gegeben hat. Reise nach Monarch, finde ihn und hol die Daten. Doch, wir haben alles abgeschlossen. Alles. Dann sprechen wir hier nochmal mit Sun Jar.
you should know you're getting excellent reviews from across the company. What can I do for you? Wie jetzt ehrlich? Ich habe Fragen zu MSI und der guten alten Zeit. Then it's good that I keep such meticulous notes. Ach nein, wir sind ja noch gar nicht fertig. Lass uns über What can I do for you? Über was anderes reden. Ich muss gehen. Nochmal, das kann doch nicht sein. Uah, der Informationshändler kann dir den Standort der Chemikalien nicht verraten, bevor du nicht die Ikonoklasten und MSI-Übertragungen gestoppt hast, die bei der Nutzung des Turms stören. Sanjanandi führt MSI von Stellar Bay aus und Graham Bryant führt die Ikonoklasten von Amber Heights aus. Wenn du dich bei ihnen gutstellen kannst, kannst du sie womöglich überzeugen, die Übertragungen einzustellen. Schließe den Auftrag ein Bolt für alle Fälle für Sanjar ab, um dir das Wohlwollen von MSI zu verdienen. Schließe den Auftrag fehlerfrei für Sanjar ab, um dir das Vertrauen von MSI zu verdienen. Schließe den Auftrag die Pendlerin für Graham ab, um dir das Wohlwollen der Ikonoklasten zu verdienen. Schließe den Auftrag von Blut und Tinte für Graham ab, um dir das Wohlwollen der Ikonoklasten zu verdienen. Du konntest die Ikonoklastenübertragungen, Ikonoklastenübertragungen ein Ende setzen, ja. Und hier? Ach, hier haben wir fehlerfrei noch. Ja, da sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Ich wollte nur gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Wie ist unser Ruf? Vorstand? Gut. Wie kommt's? Ich kenne den Vorstand gar nicht. Ach, wegen den Ikonoklasten vielleicht? Oder weil wir hier geholfen haben? Da fehlt ja jetzt nicht mehr viel. Subline, Salvage und Shipping. Ja, mit denen wollen wir uns gut stellen, schaffen wir das aber einfach nicht. Also sprechen wir mit Catherine jetzt. Da müssen wir erstmal hinkommen. What are the chances of all the times and places? Ach, komm schon. What are you talking about? Sorry, I thought... Wir haben uns nicht mal umgezogen, als wir da rein sind, oder? Nö. Das ist schon okay so. Haben wir ein paar Punkte bekommen zum Verteilen? Ach ja, dann geben wir nochmal so 3 Punkte auf Führung. Inspiration 40, also Begleiter erhalten plus 20% Rüstungswert, das ist schön. Ist das stürmisch geworden hier? Wir bleiben schön auf der Straße. Oh, wir haben das Gebiet hier schon erkundet. Ich denke, jeden Stein umgedreht haben wir noch nicht, aber so ziemlich. Also das Gebiet zumindest zwischen Stellar Bay und Fallbrook haben wir erkundet. Oh, Moment, Moment. Gibt's hier nicht noch irgendwo eine Straße? Haben wir was übersehen? Das kann doch nicht der richtige Weg sein. Das geht einmal ganz rum jetzt scheinbar. Egal. Lauf. Lauf, 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 lauf.
Wir lassen uns gar nicht mehr aufhalten jetzt. Punkte? Ja, Punkte wären gut, aber... Ja. Amber Heights. Nicht Fallbrook. Amber Heights liegt ja gleich daneben. Wir können auch irgendwelche Fertigkeitspunkte verteilen auf Geschwindigkeit, damit wir schneller rennen können, oder? Ah, wir können, glaube ich, irgendwelche Modifikationen anschrauben, damit wir schneller rennen können. Amber Heights, da sind wir ja schon. Och, dann sind wir ja ganz schnell auch bei den anderen, bei Fallbrook. Ja, ich denke mal, wenn wir mit Catherine nicht weiterkommen, werden wir den Planeten doch verlassen. Vielleicht sprechen wir erst mit Phineas oder... Wo ist das Schild? Da. Fallbrook, hier lang, doch. Ja, dann gucken wir, dass wir der Geschichte wieder normal folgen, lieber. Gut, das werden wir aber in der nächsten Folge erst machen, mit Catherine sprechen. Dialog, okay. Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.